Hallo und willkommen zurück in der Pummelrunde. Wir spielen wieder Might and Magic 10. Und nachdem wir das letzte Mal ja auch das nicht so ganz grandios gelaufen ist mit der nächsten Tür und im Prinzip eine ganze Folge gekostet hat, hoffe ich, das geht jetzt dieses Mal ein bisschen flotter und wir schaffen jetzt dieses Dungeon hier mal so locker flockig durch. Wir sind ausgeruht, wir haben noch Segen, Magier. So. Ach du Schande. This one is mine. Ja, ja, passt schon. So. So. Das, 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 das. Rüstung. Wir machen das jetzt richtig mit Plan und so. So. Ja. Ja, nein. So. So. Erster schon mal weg. Ich verstehe es nicht. Warum greifen die nicht gefälligst den an? Das ist einfach. Ah. Oh. Toll. Man kann den anwählen. Okay, aber dann machen wir hier mal das so. Weil den hätte ich ganz gerne weg. Das reicht noch. Ach. So. Dann sind wir nämlich den Zauberer los. Sie macht das Schild. So. Blitz. Feuer und Hauen. Und nochmal. So. Mit dem einen wird man in der Regel ja gut fertig. Ich hoffe, er betäubt sie nicht. Ich hoffe, er betäubt sie nicht. So. Das klappt nie. Ich könnte es auch sein lassen, denke ich mir. So. Ah, super. Heilung. So. So. And stay down. Oder wie man so schön sagt. So. Wasserabwendung wurde von der Gruppe genommen. Mäh. Okay. Hier geht's nicht weiter. Moment. So, ein neuer Tag bricht herein. Ah, Hebel. 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 Ja. Halten wir fest, es ist, glaube ich, ein Hebelrätsel. So. Da hinten. Dann der. Und dann der. Das fällt mal wieder in die Kategorie. Ich habe keine Ahnung, nicht die geringste Ahnung, was ich eben gerade getan habe, aber es hat funktioniert. So. Also da habe ich schon schlimmere Rätsel gehabt. So. Hier mal ein bisschen Zauber. So. Nächste Stufe. Wir haben es geschafft. Nächstes Level. Und dritte Stufe. Die Burg sah von außen gar nicht dreistöckig aus. Ja. Ist von innen halt größer als von außen. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir jetzt hier hin? Ja. Great. I needed to hit something. Ja. Schild. Ich höre hier doch immer einen Drapsen. Was soll der Triss? Der kommt sicherlich gleich um die Ecke und haut uns in den Rücken. Ah, nein. Bogenschützen.
Elite-Räuber. Ja, super. Dann ist es zwingend an der Zeit, dass wir da was unternehmen. So. Ja. So. Mana. So. Ja, und jetzt kümmern wir uns um den zweiten. Schild. So, Lederfäustlinge erhalten. Yeah. So, das Schild hält. So. We're being attacked from the rear. I'm hurt. Ich wusste's doch. And stay down. Ich wusste es. Nachtigall, ich höre dir trapsen und so. So, es hilft ja nix. Der Triss hilft ja nix. So, Heilung. Nee, Ding. So, Schild. Wen hat der gehauen, dass er tot umgefallen ist? Naja, soll mir recht sein. Hat doch von uns doch noch einer so einen Effekt mit so einem Stacheleffekt. So, Kassandra ist betäubt, ja. Die sind langsam, aber sicher gehen die mir tierisch auf den Keks. Also, der schießt immer. Goblincraft better than this. Super. Haben wir ihr nicht vor kurzem erst noch eine neue Waffe gegeben? Und jetzt ist sie kaputt. My skill is improving. So. Bloß unsere Magierin ist noch nicht so improving technisch. Ja. Haben wir ihr ja gerade erst eine neue Waffe gegeben und dann hält die nur so viel aus. Das ist einfach nicht. Das ist keine Qualitätsarbeit. Definitiv keine Qualitätsarbeit. So. Was soll ich dazu sagen? So. Wir geben hier ihm erst nochmal zwei Macht und Wahrnehmung und Glück. So. Dann hier. Also, der kriegt Wahrnehmung. Glück und Vitalität zweimal. Und sie ist nicht aufgestiegen. Genauso wenig wie sie. Ja. Also hier kommen wir mit Bogen auch nicht weiter. Hier machen wir Ausdauer. Ich frage mich erst, warum ich hier Bogen Dolch reingenommen habe. Ein Schwert wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Luftmagie, Erdmagie. Naja, immerhin kann der Erdmagie bis hoch bekommen. Naja. Ja, was nehmen wir denn da? Dolche. Ja. Da geben wir da einen rein. So, und bei ihm. Achso, nee. Schild, Schild und Kriegsführung. Was macht das nochmal? Ihr lernt die Fähigkeit unaufhaltsamer Angriff. Das klingt erstmal sehr verlockend. Aber Schild könnten wir dann wenigstens. Aber wir kennen ja niemanden, der unseren Schild trainiert. Aber wir kennen niemanden, der unseren Kriegsführung trainiert. Dann nehmen wir das. Okay. Nee. Wir brauchen mehr Schaden. Ja, wir verteilen es einfach kreuz und quer auf alle drei. Und rasten einmal. So. Ich finde das super toll, dass ihre Waffe abgenutzt ist. Vor allen Dingen, weil ich deswegen jetzt eigentlich theoretisch wieder in die Stadt rennen muss, worauf ich jetzt absolut keine Lust habe.
There are enemies ahead. Hab ich mir fast. Boah. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken. So. Also, einmal Schild. So, wenigstens keine Elite-Miliz. Das ist auch nur ein normaler Räuber. Da können wir sehr gut gegen anstinken. So. So. So, und nochmal. So, der Magier ist eher das Problem. Jo. So. So, das ist ja zumindest irgendwie jetzt eine Truhe. Ihr erhaltet goldenen Schlüssel. Yeah. Das fühlt sich jetzt gerade irgendwie an wie so ein alter Ego-Shooter. Ihr habt den goldenen Schlüssel erhalten. Nun öffnet die goldene Tür. Ihr habt den blauen Schlüssel erhalten. Nun öffnet die blaue Tür. So. Also. Nee, auch nicht. So. Take cover. Nein, darauf bin ich einmal reingefallen. Also nochmal falle ich auf den Trick nicht rein, dann einfach in den da reinzulaufen, zu denken, ja, ist ja nur einer und dann irgendwie von zwei Seiten angegriffen zu werden. Nee, danke. Nicht noch einmal. Ja. So. So. Wir nehmen das. Das. So, damit wären auch alle unsere Leute aufgestiegen. Einmal das. Das. Der. Mal der, das, so. Und jetzt in aller Ruhe mit. Okay, bei dem kann ich es mir jetzt eigentlich sparen, also zaubern nicht. Die haben halt eine scheiß Magie-Resistenz. So, also dann machen wir lieber hier nochmal das. Ja. Magie 3 höher und Geist 1 höher. Bestätigen. Und dann haben wir hier. Was können wir denn hier? Magische Foki, Mystik. Maximales Mana steigert sich. Luftmagie. Lichtmagie. Also die müssen. Ja. Gut. Wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen, können wir dann bei der Gelegenheit auch. Bei der Gelegenheit dann halt auch die Lichtmagie hier ein bisschen verbessern. So. Ich sehe gerade, ich hatte hier einen Punkt in Armbrust gegeben. Okay. Das bedeutet, ich könnte ihr eigentlich, ja, auch was anderes geben. So, Lichtmagie geht nicht mehr weiter, magische Foki geht nicht mehr weiter. Kritischer magischer Schaden vermindert sich um 15. Gegen Primärmagie der Ziele. Ja. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das Problem ist gerade doch irgendwie in Richtung. Was machen wir denn jetzt? Arkane Disziplin, da kommen wir jetzt nicht auf Stufe 5. Aber in allen anderen müssen wir sowieso noch. Ja. Ach, sag schon. Müssen wir ja
ein bisschen was machen. So, euch zugefügter kritischer magischer Schaden vermindert sich um 15%. Ja, aber so oft kriegen wir das nicht. Ich will halt wirklich irgendwie... Bäm. So, Mystik. Maximales Mana. So, dann haben wir das auch voll. So, fertig. So, bei ihr. Haben wir hier das, das und das. Bestätigen. Und macht der jetzt. So. Und bei den Fertigkeiten. Also Speer müssen wir erst noch lernen. Arkane Disziplin. Streitkolben. Hier, leichte Rüstung. Dann kriegt sie nicht mehr immer so viel auf die Mütze. So. Oh, gut. Hat ja doch funktioniert. So. Und nochmal. So. Da kriegen wir jetzt den silbernen Schlüssel. Wirklich, ich komme mir vor wie in so einem... Ich habe was gehört. Aber irgendwie kann ich mich auch komplett irren. So, nochmal, nochmal. Und hier der nochmal Heiltrank. Eine Tür, hinter der sicherlich nichts ist. Okay. This one is mine. Ja. Ja. Man könnte zwar meinen, dass das so ein bisschen fies ist, sich hier andauernd dann so zurückzuziehen. Ich persönlich finde das nicht. So, einmal so. Toll. 2-Liter-Räuber. Wieso? Wieso funktioniert das jetzt gerade nicht? So. So. Zauberer weg. So. So. Ganz routiniert einfach mal abarbeiten. So. So. Und der letzte in der Reihe. Den gibt es dann jetzt auch mal schnell weg. So. So, Schmuckarband, nette Legionärssandalen, Sandaletten oder so. So, hier nochmal, da nochmal. Eine grüne Flüssigkeit. Widerstand yes. gegen Erdmagie. Ja, fein. Wir speichern mal. Und Türe auf. Ah. Elite-Militär. Ja, einmal so, einmal so. Skrupelloser Elite-Zauberer. Das wird ja immer besserer. Also, noch besserer als sowieso schon besser. Haben wir noch? So. Okay, hier machen wir das Schild und weiter geht's im Text. Take cover! Einmal so. Oh! So. Mana-Trank. No! Oh, you gotta be kidding! That's gonna leave a mark. Ja, wir wollten ja eh in die Stadt reparieren und so weiter. So,
Einmal so, nochmal. Ja, das tut schon weh. So. Hey, ein fliegendes Buch. Ja, rasten. Wer rastet, der rostet. So. Ah, das heilt sie nicht ganz. Ja gut. Okay, hier ist ein Hebel. Und da ist eine Tür. Wie es danach weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. So, und bis dahin, wir sind ja jetzt dieses Mal doch ein bisschen weiter gekommen als beim letzten Mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, ein Like oder ein Kommentar. Jo, dann ciao!